Guten Tag, liebe Freunde von Schone Auto Brokers International in Fort Lauderdale, Florida. Hier ein wirklich schönes Cabrio. Das ist ein 2022er Ford Mustang GT Premium Cabrio im neuen Dark Matter Grey Metallic mit Vinyl-Rennstreifen in Schwarz und dem Performance-Paket. Also es ist ein hoch ausgestattetes Cabrio, 8 Zylinder, der einen tollen Klang hat, eine tolle Optik. Hier sind die Felgen, Bestandteil des Performance-Pakets. Das ist ein Softtop. Schauen wir mal kurz in den Kofferraum rein. Der Wagen hat ja vierfach Auspuff. Ja, im Kofferraum sehen wir den Subwoofer. Der ist auch da. Dann hören wir uns mal den Motor ganz kurz an. Wie erwähnt, vierfacher Auspuff. Einen tollen Klang. Das ist US Muscle. Oder Pony, je nachdem wie man das beschreiben möchte. Aber es ist ein toller Klang. 8 Zylinder. Mit 470 PS. Das ist mehr als ausreichend für ein solches Fahrzeug. Auch eine tolle Bremsanlage drauf. Schauen wir mal kurz ins Innere. Auch hier alles da. Schlüssel, Bang & Olufsen Soundsystem, Zusatzinstrumente, hier ein Sticker. Das Fahrzeug hat eine Automatik mit Schaltwippe am Lenkrad. Das Lenkrad selber ist schön, ist toll gemacht. Das GT 15, das Performance-Paket haben wir schon erwähnt. Und dann hat er noch den aktiven Sportauspuff. Den sieht man hier. Einen Moment. Da schaltet er sich durch. Das ist ein tolles Extra für dieses Auto. Und auch das Bang & Olufsen Soundsystem mit 12 Lautsprechern ist auch ein tolles Extra. Alles in allem sehr gut ausgewählt von unserem deutschen Partnerkunden und zusammengestellt. Noch ein kurzer Blick über die Felgen auf den Motor. 5 Liter 8 Zylinder, 470 PS mit Domstrebe und alles, wo es hingehört. Das ist natürlich ein Neuwagen von Schone Auto Brokers für seinen deutschen Händlerkunden, der sich schon sehr vor allen Dingen auf die Farbkombi freut. Dark Matter Grey Metallic mit schwarzen Rennstreifen. Wir, das Team von Schone Auto Brokers, wünschen Ihnen allzeit gute Fahrt und viel, viel Vergnügen in Ihrem 2022er Ford Mustang GT Premium Cabriolet mit Performance-Paket in Antimatter Grey Metallic und Vinyl-Rennstreifen. Nun bewegen wir das Fahrzeug, da wir uns ja schon hier beim Speditionspartner befinden, zum Verladen, zur Verladerampe, und dort wird der Wagen dann professionell im 14-Fuß-Container verpackt und geht auf seine Reise zur Homologation nach Deutschland. Vielen Dank und auf Wiederhören.